Schatten und Licht gehören in der relativen Welt zusammen. Wo Licht ist, da ist auch Schatten, und wo Schatten ist, muss es auch Licht geben. Und diese Einstellung kannst du im Alltag haben. Ja, wir wollen es so lichthaft wie möglich haben, so freudevoll wie möglich. Und es heißt, in der Erleuchtungserfahrung, da gehst du über alle Schatten hinaus und es gibt reines Licht. Aber in der dualistischen Welt gibt es Schatten und Licht. Wenn es mal schön ist, irgendwo ist auch etwas nicht Schönes. Und wenn etwas nicht Schönes ist, dann verbirgt das irgendwo das Leuchtende. In diesem Sinne, sieh alles als zwei Seiten einer Medaille an. Wenn du eine wunderschöne Beziehung hast, dann leidest du vielleicht, wenn du vorübergehend getrennt bist von deinem Partner, weil er oder sie beruflich unterwegs ist oder mit den Kindern unterwegs ist. Wenn du eine kritische Partnerschaft hast, die nicht so schön ist, das ist der Schatten. Vielleicht ist das Licht dabei, dass du mehr an dir selbst arbeiten kannst, dir vielleicht mehr Zeit für dich nimmst und vielleicht auch vorübergehende Trennungen des Partners nicht ganz so tragisch sind. Oder angenommen, du hast eine herausfordernde Arbeit, und du hast manchmal das Gefühl, es überlastet dich. Das ist dann der Schatten, aber das Licht ist, es fordert dich heraus und hilft dir, dich zu entwickeln. In diesem Sinne, sieh in allem, was kommt, Schatten und Licht und nimm beides an.